In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie schnell und unkompliziert die Filter Ihrer In-dem-Ohr-Hörgeräte wechseln können. Vorab ein allgemeiner Tipp: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Filter regelmäßig zu überprüfen und zu wechseln. Sie benötigen nur Ihre Hörgeräte und die weiße Packung mit Ihren Ersatzfiltern. Fassen Sie das Schirmchen unten an der breiteren Seite an und ziehen Sie es vorsichtig nach vorne. Wenn es etwas fester sitzt, ziehen Sie etwas kräftiger. Das Schirmchen ist flexibel und nimmt keinen Schaden dabei. Nun sehen Sie den Filter. Einen kleinen weißen Ring vor der Öffnung des Lautsprechers. Legen Sie das Hörgerät zur Seite. Öffnen Sie die weiße Packung oben an der beschrifteten Seite, indem Sie die beiden weißen Plastikenden mit den Fingern gegeneinander verschieben. Entnehmen Sie ein Stäbchen aus der Packung. Hier sehen Sie die beiden Enden. Auf der einen Seite sitzt der neue Filter, farblich gut abgesetzt in weiß. Die andere Seite ist frei und schwarz. Führen Sie die freie Seite des Stäbchens in den alten Filter am Hörgerät ein und drehen das Stäbchen im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie nun den alten Filter mit dem Stäbchen gerade heraus. Drehen Sie das Stäbchen, sodass der neue Filter in Richtung Hörgerät zeigt. Führen Sie den neuen Filter in die Öffnung. Drehen Sie das Stäbchen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es gerade heraus. Der neue Filter ist nun richtig platziert. Werfen Sie das Benutzerstäbchen mit dem alten Filter weg. Es ist nicht wiederverwendbar. Nun setzen Sie das Silikonschirmchen wieder über den neuen Filter. Falls es Schwierigkeiten gibt, schauen Sie unser Video: Wie wechsle ich die Schirmchen an meinem Hörgerät?